This is GFL football. Wir sind Toxic Sound. Willkommen bei GFL TV. Herzlich willkommen bei GFL TV, liebe Zuschauer. Wir melden uns heute aus dem Gazi-Stadion auf der Waldau in Stuttgart, wo die Stuttgart Scorpions die Marburg Mercenaries empfangen. Und das ist schon eine interessante Partie, denn die Stuttgarter haben bis jetzt eine Bilanz von 4 Siegen und einem Unentschieden. Unentschieden gegen Wiesbaden, die Siege zweimal gegen die Saarland Hurricanes, gegen Plattling und gegen München. Und da kann man dann sagen, das waren noch nicht die allerstärksten Gegner, die die GFL Süd parat hält. Marburg als amtierender Südmeister zählt da vermutlich dazu. Die Marburger bislang mit 3 Siegen ohne Niederlage. Die hatten 2 Spielausfälle zu verkraften. Ja, und dann gab es 2 Siege gegen Plattling und letzte Woche ein bisschen mühevoll der Sieg gegen die Wiesbaden Phantoms. Auch da gilt, wie gut die wirklich sind, das weiß man noch nicht. Insofern wird dieses Spiel hier diverse Antworten für uns parat haben. Wir sind sehr gespannt und jetzt schauen wir rein in die Partie Stuttgart Scorpions gegen Marburg Mercenaries. Es war nur ein relativ kleines Häufchen Mercenaries, die sich auf den Weg gemacht hatten nach Stuttgart. Nur 32 Mann zu Spielbeginn mit dabei und die Stuttgarter, sie hatten einen Neuzugang in ihren Reihen. Wesley Pittman von der East Carolina University, vielseitig einsetzbar als Defensive Back, sowohl Cornerback als auch Safety und auch als Wide Receiver. Er ist neu im Team für den verletzten Lonnie Hosley. Der musste zurück in die Vereinigten Staaten. Also Debüt für Pittman im Gazi-Stadion auf der Waldau. Und die Gäste aus Marburg, die wollten dann mal sehen, wie es gegen den ersten ernstzunehmenden, traditionsreichen Gegner in der GFL in dieser Saison so laufen würde. Bislang die Marburger in der Offense mit ganz viel Laufspiel in dieser Saison. Immer wieder mit Joe Clark. Das ist der erste Offense-Spielzug der Mercenaries. Und die Stuttgarter zeigten mit uns nicht 6 Yards. Raumverlust. Und das ist das zweite Offensive Play der Mercenaries. Joachim Ulrich geht zurück zum Pass, findet Fiti Stefanos und der junge Receiver läuft der Stuttgarter Passverteidigung davon. 75 Yards später mit dem zweiten Angriffsspielzug der Gäste das 7:0. Viel Zeit für Jo Ulrich. Ja, und sein Namensvetter Luca Ulrich kommt dagegen Fiti Stefanos schlicht und einfach nicht hinterher. Auch die Scorpions versuchten zu Beginn der Partie ihr Laufspiel zu etablieren und das taten sie relativ stur. Ein 3. Versuch und 6. Patrick Scott bekommt den Ball, verliert aber 1 Yard. Es war ein schnelles 3-and-out für die Offense der Scorpions und damit wieder Ballbesitz Marburg. Joachim Ulrich täuscht die Ballübergabe diesmal nur an, verwirrt auch den Kameramann, wird noch hart getroffen von Gabriel Carlos, bringt den Ball aber trotzdem bei Philipp Prohaska an. 15 Yards Strafe gab es obendrauf. Und merken Sie sich Gabriel Carlos, der ist nämlich in der nächsten Szene der Cornerback gegen Rocky Jasuli. Und die Marburger machen den Touchdown. Also Ulrich bestraft hier Carlos für das Personal Foul noch obendrauf mit dem Touchdown-Pass. 13:0, der Extrapunkt saß nicht. Dann die Offense der Stuttgarter. 35 Yards vor der Endzone. Auch hier Play-Action, Lauf angetäuscht. Und Jasuli, der jetzt Defense spielte, verschätzt sich hier total. Hinten dran Fabian Weigel mit dem Touchdown. 35 Yards, das wäre eigentlich leicht zu verteidigen gewesen. Aber der Marburger Cornerback bzw. Wide Receiver macht hier den Fehler. Also 7:13, dann aber auch erstmals Lücken für das Laufspiel. Zunächst mal für die Mercenaries und für Joe Clark. Das waren 11 Yards Raumgewinn. Und damit wechseln wir rein ins zweite Quarter, wo aber weiter die entscheidenden Yards per Pass zurückgelegt wurden. Ulrich wieder. Laufspiel angetäuscht, da rollt er auf die rechte Seite, findet in der Endzone Philipp Prohaska. Wesley Pittman, der neue Mann, war da nach vorne gekommen. Hatte sich ablenken lassen und den tiefen Receiver ignoriert, kommt dann zu spät. Und die Marburger führen 21:7. Aber Pittman, der spielt eben auch Offense. Und den sehen wir gleich in der nächsten Szene. Da macht er seinen Fehler wieder gut. 26 Yards, der Pass von Daniel Polk. Und die Stuttgarter sind wieder dran. 14:21. Es war kein guter Tag im Gazi-Stadion auf der Waldau, um Defensive Back zu spielen. Auf beiden Seiten wurden den Teams da doch
deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. Dann aber mal wieder ein bisschen Laufspiel. Joe Clark für 8 Yards. Und vor allen Dingen im Anschluss tatsächlich ein Stop der Stuttgarter Defense gegen die Marburger. Jason Scott gegen Nationalmannschaftskameraden Jo Ulrich. Er sackt ihn hier für 11 Yards Raumverlust. Und damit 4. Versuch. Und der Pass von Ulrich ist unvollständig und die Stuttgarter kommen in Ballbesitz. Und sie beginnen mit 5 Receivern und einem Lauf durch die Mitte von Daniel Polk für 8 Yards. Und dann Polk wieder mit dieser 5 Receiver-Formation. Die Stuttgarter hatten also auch gemerkt, am besten geht's mit dem Pass. So wie hier. Polk auf Lasse Ahlgrim und 64 Yards später der Touchdown und der Ausgleich für die Scorpions. Und auch hier schaut die Marburger Passverteidigung wieder nicht gut aus. Die Coverage ist gar nicht so schlecht, aber der Verteidiger dreht sich zu spät um und hat dann keine Chance mehr. Auch der Safety kommt nicht rechtzeitig rüber. Also da passte auf beiden Seiten ganz, ganz wenig in dieser Partie. Jetzt dann wieder andere Seite, kurz vor der Pause. Ulrich auf Jazuli. Und apropos, da passt in der Passverteidigung wenig. Das hier war ein Geschenk der Stuttgarter für die Marburg Mercenaries. Zwei Verteidiger behindern sich gegenseitig. Der Pass ist eigentlich einen Tick zu kurz geworfen für Jazuli. Der steht hinten dran und kann nur noch Dankeschön sagen. Also 27-21 für Marburg, aber das hier ist der anschließende Extrapunkt. Der Kick von Peter Müller wird geblockt, aufgenommen von Gabriel Carlos und zurückgetragen für 2 Punkte für die Scorpions, die also damit nochmal verkürzen vor der Halbzeitpause. Es stand zum Seitenwechsel 23-27 aus Sicht der Gastgeber. Und dann gab es Verstärkung für die Marburg Mercenaries zur Halbzeitpause. Benjamin Shepard und Sean Averhoff, die waren mit dem Auto nachgekommen, hatten noch arbeiten müssen, schafften es gerade rechtzeitig zur zweiten Halbzeit. In der ersten Hälfte hatten einige ungelernte Spieler, zum Beispiel Fullback Bastian Nau und auch Running Back Johannes Thiel, Defensive End spielen müssen für die Mercenaries. Jetzt waren also ein paar Variationsmöglichkeiten in der Defense mehr dafür, Joe Roman, die allerdings nicht verhinderten, dass Patrick Scott hier im dritten Quarter 29 Yards erlief. Und dann Polk mit dem Rollout auf die rechte Seite, auf Lasse Ahlgrim. Der springt dann noch nach vorne, schafft es nicht ganz bis in die Endzone, aber bis kurz vor die Endzone. Und Polk aus einem Yard Entfernung macht dann die Punkte. Und mit 30-27 hatten die Scorpions zum allerersten Mal in dieser Partie die Nase vorne. Es war ein tolles, es war ein unterhaltsames Footballspiel mit vielen Offensiv-Highlights, aber natürlich auch vielen Fehlern in der Verteidigung. Jetzt die Marburger mit Joe Clark, der sich zu Beginn der Partie schwer tat, aber dann doch immer mal wieder Lücken fand in der Verteidigung der Scorpions. Pass hier Ulrich auf den Veteranen, auf Philipp Pavelka, der kommt da ins Straucheln, deswegen sind es nur 9 Yards Raumgewinn. Abgeschlossen wird das Ganze dann wieder von Jo Ulrich auf Jazuli aus 11 Yards Entfernung. Die Gäste führten mit 33-30. Es war der 5. Touchdown-Pass von Jo Ulrich, der 3. für Jazuli. Jazuli ein Kandidat für den Spieler der Woche, wenn er nicht auch noch Defense gespielt hätte. Also jetzt die Marburger wieder vorne, erneuter Führungswechsel. Die Stuttgarter wollten das ändern und sie kamen mit Julian Tipton und diesem Fly-Sweep. 12 Yards Raumgewinn. Und dann Polk mit dem angetäuschten Laufspiel, rollt auf die rechte Seite, wirft und wirft in die Arme von Ryan Bass. Eine unverständliche Interception, ein Fehler des Stuttgarter Quarterbacks, rollt auf die rechte Seite, hat da 2 Receiver frei, entscheidet sich gegen die Laufrichtung in die Mitte zu werfen, sollte man nie tun, dafür wird man bestraft, so wie Polk in diesem Fall. Und dann Ulrich auf Erich Heinz, Pass ist ein bisschen unterworfen, Carlos kann zumindest noch den Touchdown verhindern, sagen wir mal vorübergehend, denn nur bis zu dieser Szene, da kommt nämlich dann Joe Clark aus einem Yard, tauchte ein
in die Endzone zum nächsten Touchdown für die Marburg Mercenaries. Zwischenstand 39-30. Im vierten Quarter gab es keine Punkte mehr. Die Stuttgarter vergaben noch ein Field Goal von Sascha Wurster. Und so gewinnen die Marburger ein spektakuläres Spiel am Ende mit 39-30. Es war beste Unterhaltung im Gazi-Stadion auf der Waldau. Leider aus Sicht der Stuttgarter nicht mit dem richtigen Ergebnis für das Heimteam. Unser Spieler der Woche bei der Partie Scorpions gegen Mercenaries, Joachim Ulrich, Quarterback der Marburg Mercenaries. Dafür gibt es wie immer dieses wunderschöne Funktionsshirt von Powerstoff. Jo, herzlichen Glückwunsch zum Spieler der Woche. Es war ja ein Spiel für Quarterbacks heute, oder? Ja, es hat mal wieder Spaß gemacht, Football zu spielen. Ich hätte nicht mit so einem Spiel gerechnet. Also wir haben das ja schon öfter gesehen, dass wenn wir gegen Stuttgart spielen, dass ziemlich viele Punkte fallen. Heute hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet, aber Stuttgart spielt eine harte Offense, die der Defense alles abverlangt. Wir sind hier, wenn ich richtig informiert bin, haben wir sogar angefangen mit 10 Defense-Spielern, 2 sind zur Halbzeit noch dazu bekommen. Da kann man den Jungs keinen Vorwurf machen und vor allen Dingen am Ende standen sie richtig. Und ja, also das Passspiel hat heute einfach Spaß gemacht, gerade mit den jungen Receivern. Das war wunderbar, es ist ein tolles Gefühl, die zu bedienen sozusagen. Jetzt mal ketzerisch gefragt von draußen, wie viel von dem, was heute passiert ist, war gute Offense und wie viel davon auch nicht so gute Defense? Ja, wir hatten bestimmt in ein, zwei Situationen, gerade der eine Touchdown hinten bei der Smash-Route auf den Rocky. Da war schon mehr Glück als Verstand, da muss ich den Ball nicht hinwerfen, den hätte ich auch unten auf den Hitch werfen können, aber sowas gehört halt dazu. Wir hatten auch schon mal Pech, diesmal haben wir wieder Glück gehabt und ich bin da dankbar für. Wir haben ein paar Mal bestimmt mit Können Punkte gemacht und hatten auch ein, zwei Mal Glück. Wie gesagt, ich glaube, das gehört einfach dazu. Jetzt haben wir uns vor dem Spiel so ein bisschen Gedanken gemacht, weil Marburg erst dreimal gespielt hat und Stuttgart auch noch nicht so die ganz großen Namen bis jetzt gespielt hatte. Es war jetzt heute die erste Niederlage auch für die Scorpions. Standortbestimmung, was ist denn jetzt seine Meinung nach dieser Standortbestimmung? Was weißt du denn jetzt mehr über die Marburg Mercenaries, was du vorher nicht wusstest? Ja, wir wissen eine Sache, die wir schon vorher wissen und die beruhigt mich sehr, nämlich, dass wir kämpfen können und dass wir so enge Spiele gewinnen können. Und gerade hier in Stuttgart hatten wir das ja auch schon öfter. Es geht ja immer so einen Schritt weiter für uns. Also die Gegner werden immer stärker. Und ja, das ist eine schwere Frage. Wir stehen meiner Meinung nach jetzt besser als Stuttgart, besser als Blattling und besser als Wiesbaden. Mehr würde ich da nicht sagen, weil wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung, wir sind nicht so stark wie die letzten Jahre und wir müssen viel kämpfen und ich glaube, dass jedes einzelne Spiel, jetzt wo wir Blattling zweimal gespielt haben, wird jedes einzelne Spiel richtig schwer für uns, egal wer der nächste Gegner ist. Und jetzt einmal bei GFL TV Spieler der Woche, das heißt Karriere beendet sofort. Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Das ist eine der German Bowl, naja gut. Aber ja, ich kann jetzt zufrieden dann die Karriere beenden. Ja, vielleicht morgen schon, aber ich glaube, die Saison mache ich noch fertig. Okay. Matthias Mecherlein, am Ende ist es eine 30-39 Niederlage gegen die Marburg Mercenaries. Es war ein spannendes, interessantes Spiel, aber ich glaube, Defensive Back wollte man heute nicht sein in der Partie. Ich denke von uns aus, die haben ja nicht viel gemacht. Also es ist, wir müssen uns echt in Frage stellen, ob das, was wir aktuell machen, wirklich sinnvoll ist. Weil es ist das zweite Spiel in Folge, in dem wir in der Passverteidigung halt nicht gut aussahen. Da ist nicht nur die Passverteidigung schuld, aber das ist halt ein Faktor und nächste Woche kommt Schwäbisch Hall. Und das geht halt nicht so. Nun, bei all den Fehlern, die in der Defense gemacht wurden, hat die Offense ja ganz gut funktioniert und hatte ja auch wirklich eine Chance, dieses Spiel noch zu gewinnen. Was war denn das Quäntchen, das dann am Ende gefehlt hat? Ja, was uns gefehlt hat, war im Endeffekt, mit Offense waren wir immer am Nachlegen und man muss halt gucken, es war jetzt heute ein Spiel, wo jeder Offense-Fehler im Endeffekt halt dieses Nachlegen dann aussetzt. Wir haben ihn einmal ausgesetzt und damit war das Nachlegen vorbei. Coach Roman, am Ende heißt es in Stuttgart 39-30 für die Mercenaries. Das war heute ein Spiel, das dem Publikum sicher Spaß gemacht hat, den Trainern aber wohl eher weniger. Wissen Sie, das blaue Auge hier habe ich von Carsten Dalkowski, weil ich mehr Geld gefordert habe. Und wenn er das Video heute sieht, verpasst er mir auch noch ein zusätzliches zweites blaues Auge. Nein, im Ernst, es war ein sehr gutes Footballspiel. Wir haben getan, was wir mussten, um zu gewinnen, und unsere Jungs sind echte Krieger. Wir haben nicht immer das Richtige getan, aber oft genug, um das Spiel zu gewinnen. Einige unserer jungen Spieler wurden heute eher rüde in der GFL begrüßt, aber die stecken das weg. Wir müssen noch an ein paar Dingen arbeiten und ein paar Verletzte zurückbekommen.
Die Offense war heute sehr gut und Jo Ulrich hat das Team erstklassig geführt. Es war ein Sieg der gesamten Mannschaft. Players stepped up when they needed to step up, and that's a team win there. In der ersten Hälfte hatten sie zwei Defensive Ends auf dem Feld, die da noch nicht so oft gespielt hatten. Ja, es war lustig. Bastinau, der als End ausgeholfen hat, hat auf seinen Helm geschlagen, angezeigt, dass er eine Pause braucht. Ich habe gesagt, wir haben niemand sonst. Ich konnte mich ja nicht selbst einwechseln und mir noch ein blaues Auge holen. Nein, er hat es durchgestanden und hat Offense und Defense gespielt. Er ist wirklich ein echter Krieger. Aber zur Halbzeit sind zwei neue Abwehrspieler dazugekommen, Aberhoff und Shepard. Die haben alles getan, um rechtzeitig zum Spiel zu kommen. Ich hoffe, sie haben sich auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Dass die beiden direkt nach der Arbeit den weiten Weg gefahren sind, hat uns enorm geholfen. Alright, Coach, thanks a lot. Das war also unser Spiel der Woche. Die Stuttgart Scorpions verlieren gegen die Marburg Mercenaries mit 30-39. Aber natürlich war in der GFL noch jede Menge anderes los. Wir haben zum Beispiel die ungeschlagenen Kieler gegen die sieglosen Essener. Wir haben die ungeschlagenen Haller gegen die sieglosen Plattlinger. Aber los geht's bei unserer Zusammenfassung des Spieltags mit der Partie Berlin Adler gegen Düsseldorf Panther. Im Berliner Jahn-Sportpark kam es zum Duell der Comeback-Spezialisten aus der Vorwoche. Die Berlin Adler, Eurobowl-Champion, Eurobowl-Finalist, Vizemeister gegen den Aufsteiger und sechsmaligen deutschen Meister Düsseldorf Panther. Also beide hatten in der Vorwoche große Rückstände aufgeholt, um am Ende noch zu siegen. Die Adler im Eurobowl, die Panther in der Liga. Jetzt gehen wir rein in die Partie, die Gäste aus Düsseldorf in den weißen Trikots. Erste Angriffsserie, Touchdown-Pass Robert Demers auf Estrus Creighton aus einem Yard, 0-7. Zweites Quarter, wieder die Panther vor der Endzone. Der Berliner Alexei Mittendorf in die Endzone aus einem Yard Entfernung, 0-14. Die Berliner Offense bis zu diesem Zeitpunkt ein Punt und zwei Fumbles. Dann aber diese Szene. Quarterback Clint Toon aus der Shotgun übergibt den Ball, pitcht rüber zu Torrey Cooper und der tänzelt die Seitenlinie entlang. Klasse athletische Leistung von Torrey Cooper, 17 Yards zum 7-14. Und dann begann im zweiten Quarter die große Touchdown-Flut im Jahn-Sportpark. Als allererstes die Düsseldorfer dran. Das ist Robert Demers und der findet seinen Big Play Receiver Niklas Römer, 63 Yards. Und die Gäste führen in Berlin mit 21-7. Aber die Adler haben postwendend eine Antwort. Clint Toon auf Torrey Cooper, diesmal als Receiver aufgestellt. Und auch der läuft der Verteidigung auf und davon. Bei Cooper sind sogar 68 Yards bis in die Endzone. Die Adler verkürzen auf 14-21. Aber immer noch nicht vorbei in der ersten Halbzeit. Es gab nämlich drei Touchdowns innerhalb von einer Minute. Robert Demers schließt diese Serie ab mit diesem 59-Yard-Pass auf Dominik Hanselmann. 14-28, die Düsseldorfer führten zur Pause in Berlin. Aber im zweiten Durchgang die Adler Offense mit ihrem ersten Drive. Und mit dem Touchdown durch Torrey Cooper aus 2 Yards Entfernung. 3 Touchdowns für Torrey Cooper und insgesamt 212 Total Yards. Und dann gelang den Adlern im dritten Quarter auch noch der Ausgleich. Toon auf Danilo Gonzalez aus 11 Yards Entfernung. Das war also das nächste Adler-Comeback. Die Berliner schaffen den Ausgleich. 28-28. Aber im vierten Quarter hatten die Düsseldorfer den längeren Atem. Das ist Robert Demers auf Estrus Creighton, 33 Yards die Entfernung. Düsseldorf führt wieder 35-28. Und macht dann kurz vor Schluss, alles klar, Demers auf Römer aus 65 Yards Entfernung. Das nächste Big Play, ganz schwaches Spiel von der Adler Passverteidigung, 41-28 für Düsseldorf. Demers mit 5 Touchdown-Pässen.
und Niklas Römer 4 Catches, 161 Yards und 2 Touchdowns. Leider 28-41 verloren aus eurer Sicht. Was war heute los? Comeback geschafft, aber dann doch verloren? Ja, ich muss erstmal sagen, Hut ab an Düsseldorf, die waren vorbereitet. Und man muss halt sagen, wir waren es anscheinend nicht, so wie Scoreboard auch sagt. Und man muss doch ganz ehrlich sagen, wir haben es ein bisschen nach dem großen Win letzte Woche, haben es ein bisschen schleppen lassen. Kann man einfach nicht machen in der GFL und jeder Gegner ist ernst zu nehmen und wir müssen halt jetzt zusehen, dass wir die nächsten 2 Wochen nutzen, um wieder besser zu werden. Wir müssen jede Woche nutzen, um besser zu werden, sonst wird das halt nicht. Was ist los in der Abwehr? Auch gegen Graz gab es den einen oder anderen Schnitzer. Ist da irgendwo der Wurm drin dieses Jahr so ein bisschen? Ja, man muss halt sagen, es sind viele Key Positions, sind neue Leute drin und es müssen halt jüngere Leute absteppen und den Job machen. Und ja, da werden halt Leute teilweise ins kalte Wasser geworfen. Und ich muss trotzdem sagen, dafür, dass sie neu sind und nicht, noch nicht so viel GFL oder EFL Erfahrung haben, so haben sie halt, spielen sie für ihr Level gut. Und als Aufsteiger 5 Siege nach 6 Spielen. Sie haben relativ tief gestapelt am Anfang der Saison, aber so ganz rausreden können sie sich jetzt nach dem Sieg nicht mehr, oder? Ich denke schon, dass wir uns da immer noch in der Phase befinden, in der die Mannschaft wächst und vorwärts kommt. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Ich bin jetzt das 4. Jahr hier in Düsseldorf und die Spieler sind immer noch im Durchschnittsalter von 22, 23 Jahren, können sehr viel lernen in allen Spielen. Das hat mit Kiel angefangen, hat sich dann im letzten Spiel fortgesetzt und auch jetzt hier in Berlin können wir wieder Sachen analysieren, wo wir sagen, hey, schau, so funktioniert es in der GFL, es ist eine neue Welt für euch, das ist anders. Ich denke, der Schlüssel bei uns ist vor allem, dass die Spieler wahnsinnig interessiert sind, sehr engagiert sind und wir insgesamt eine tolle Mannschaft haben, als Team zusammengewachsen sind und das macht sehr viel aus. Wie entscheidend ist ein Robert Demers, der ja noch unglaublich jung ist, aber heute auch eigentlich sehr souverän gespielt hat, oft unter Druck war, aber trotzdem die Pässe hat an Mann bringen können. Ist er jemand, den man auch in der Nationalmannschaft dann irgendwann mal ganz oben sehen wird? Bestimmt, davon bin ich überzeugt, dass der Robert in der Nationalmannschaft spielen wird. Es ist schwierig, immer so über den Robert zu urteilen. Der Robert ist hochtalentiert, hat heute meiner Meinung nach sein bestes Spiel der Saison gemacht, wird von Spiel zu Spiel ruhiger und ich denke, er ist der Spieler, der die größte Progression, die größte Entwicklung macht und von Spiel zu Spiel sich verbessert. Und es macht natürlich als Trainer ganz besonders Freude, den Robert da zu sehen. Aufsteiger Wiesbaden Phantoms hatte in der Vorwoche gegen Südmeister Marburg Mercenaries gut mitgehalten und hoffte nun in München gegen die Cowboys auf den 2. Saisonsieg. Und es ging auch gut los für die Gäste aus Wiesbaden München im Ballbesitz im 1. Quarter. Ballübergabe an Running Back Jerome Morris, der lässt sich den Ball klauen und Janosch Wiedemann trägt ihn 63 Yards in die Endzone der Cowboys zurück. Extrapunkt ist nicht gut, aber die Wiesbaden Phantoms führten in München mit 6:0. Allerdings hatten die Münchner eine postwendende Antwort noch im 1. Quarter. Ball an der gegnerischen 4-Yard-Linie und Jerome Morris kann seinen Fehler von gerade eben selber wieder zurechtrücken. Er trägt den Ball in die Endzone und mit dem verwandelten Extrapunkt führen die Cowboys mit 7:6. Und so stand es dann auch zur Halbzeit. Zweite Hälfte, die Münchner jetzt an der gegnerischen 30-Yard-Linie und Lautenschlager gibt den Ball an Jerome Morris und er ist wieder auf und davon. Zweiter Touchdown für den Nationalmannschafts-Runningback zum 14:6. Das war dann auch das Endergebnis in dieser Partie. München feiert seinen 5. Saisonsieg und kann zumindest schon mal für die Playoffs planen. Phil, ein Spiel, dass ihr eigentlich dominiert habt, aber das immer wieder spannend gestaltet wolltet, oder? Genau, dominiert bis auf das Ergebnis. Die waren immer einen Touchdown entfernt von einem Sieg zu holen oder zumindest ein Unentschieden. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Defense. Das war die beste Leistung, die ich je gesehen habe von unseren Blackhearts. Wir wussten schon, dass das Wiesbaden eine sehr, sehr gut gecoachte Mannschaft wird. Und da sind die auch. Das heißt, unsere Defense war einfach zu stark. Leider von unserer Offense. Offen runter das Feld marschiert, aber immer mit irgendwelchen Field Goal oder Point oder Turnover beendet und kein Touchdown. Also 14 Punkte musste eigentlich nicht ausreichen für solche Spiele. Es mussten mindestens 21, 28 Punkte sein. Aber Sieg ist Sieg.
Das Laufspiel war heute sehr erfolgreich mit Candolo und mit Jerome Morris. Das ist wahrscheinlich auch die Stärke, auf die ihr die nächsten Spiele setzen wollt, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr, sehr stark vorne bei den O-Line. Wir haben sehr gutes Fullback in den Fabian Gärtner, der in den Blocks und den Raum freischafft. Und zwei super talentierte Running Backs. Also eigentlich haben wir vier Running Backs, die sehr, sehr gut sind. Einer, der Michael Bär, der sogar gar keinen Einsatz heute gekriegt, weil der erstmal kurz zurück von arbeitstechnisch. Aber ich bin super, super zufrieden mit den Laufspielen, mussten dann ein Passspiel dran arbeiten. Ja gut, in der zweiten Halbzeit hatten wir auch nochmal einen Drive, der einigermaßen ansehnlich war mit 3-4 Plays. Aber wir hatten heute wirklich Probleme mit den blitzenden Linebackern von München. Also die haben ja 5, 6, 7 Mann geschickt und die konnten wir einfach nicht aufnehmen. Okay, dann bleibt jetzt nächste Woche das wichtige Spiel gegen Saarbrücken. Entscheidend, um sich mal vielleicht ein bisschen Luft da unten zu verschaffen. Wie wichtig ist dieses Spiel und wie geht man jetzt in dieses Spiel rein, nachdem die Offense ja 2 Spiele lang nicht so wirklich gelaufen ist? Ja gut, wir müssen weiterarbeiten, das ist Nummer 1. Das heute war auch schon ein wichtiges Spiel, das sieht man auch im Score. Also 14-6 ist jetzt nicht wirklich überrannt, aber wir konnten sie halt in entscheidenden Situationen nicht wirklich umsetzen in der Offense. Und für nächste Woche muss das anders werden. Wie wir das machen, müssen wir uns noch überlegen. Wir haben jetzt eine lange Heimfahrt. Da können wir uns schon mal Gedanken machen. Wir haben 2-3 Trainingseinheiten, die wir machen. Und dann gucken wir mal, was am Samstag rauskommt. In Schwäbisch Hall kam es zum Duell unbesiegt gegen sieglos. Die Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Plattling Blackhawks. Letzte Saison war das noch ein Viertelfinale in der GFL. Man kann sicher davon ausgehen, dass sich das dieses Jahr nicht mehr wiederholen wird. Erste Angriffsserie für die Gäste, das ist ihr Quarterback Adam Hazel, aber der findet nur Hannes Dierolf Interception für die Unicorns. Und daraus entsteht am Ende der ersten Angriffsserie für Schwäbisch Hall dieser Touchdownlauf von Dusty Thornhill aus einem Yard Entfernung. Rein ins zweite Quarter, zweiter Ballbesitz Hall und Aaron Bomey auf Justice Jocelyn aus 14 Yards zum 14-0. Die Haller Offense machte in dieser Partie, wie so oft in dieser Saison, was sie wollte. Wieder Bomey, wieder Jocelyn, diesmal 62 Yards, 21-0. Es war ein offensiver Schlagabtausch, natürlich mit Vorteilen für Schwäbisch Hall, aber Plattling, wie in den letzten Wochen auch schon, bemühte sich dagegen zu halten. Adam Hazel auf John, 12 Yards, der Pass in die Endzone, 21-7, aber dann wieder Hall. Thornhill, 10 Yards, zweiter Touchdown, 28-7. Und nach einem Fumble von Adam Hazel, bald schon wieder kurz vor der Endzone der Blackhawks, diesmal Bomey mit dem Shovel Pass auf Johannes Brenner, 35-7. Die nächsten Punkte gingen dann allerdings wieder an die Gäste. Hazel auf Andrew Blakely, der Pässe für fast 200 Yards Raumgewinn, fing hier 7 Yards zum 35-15. Aber dann wieder Wechsel andere Seite. Bomey, Jocelyn, 24 Yards, 42-15. Danach warf Hazel eine Interception, zurückgetragen bis zur 3-Yard-Linie. Abgeschlossen die Angriffsserie mit diesem Touchdown-Lauf von Brian Rushing aus 3 Yards zum 49-15. So stand es dann auch zur Pause. 7 Drives, 7 Touchdowns für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel die Backups für Hall. Die kassierten hier den Touchdown Hazel auf Blakely. Aber Marco Ehrenfried bediente Felix Brenner aus 10 Yards, 56-21. Nochmal die Gäste und das bekannte Duo Hazel Blakely, 56-27. Aber Marco Ehrenfried, er setzte den Schlusspunkt mit diesem Touchdown-Pass auf Bernd Wollensack, 11 Yards, die Entfernung 63-27. In einer Partie mit insgesamt 13 Touchdowns. Im vierten Quarter ließen es dann beide etwas ruhiger angehen. Zum Glück, sonst würde diese Sendung noch viel, viel länger dauern. Also klarer Sieg für Hall gegen Plattling. Im Essener Sportpark am Hallo empfingen die sieglosen Scindia Cardinals den amtierenden deutschen Meister, die Kiel Baltic Hurricanes, in dieser Saison noch verlustpunktfrei. 350 Zuschauer waren nur gekommen, um diese Partie zu sehen. Und wenn die Gastgeber Hoffnung hatten auf eine Überraschung, so war die zunichte nach dem allerersten Offense-Play der Kiel Baltic Hurricanes. Quarterback Jeff Welch auf Julian Dorndorf, 60 Yards, 0-7. Und als die Kieler dann den Ball wiederbekamen, erstmal Welch beim dritten Versuch, 17 Yards auf Aaron Love.
und kurz danach wieder Welsh auf Aaron Love. Diesmal die fehlenden 13 Yards in die Essener Endzone und die Gäste führten mit 14-0. Die erste Chance auf Punkte für die Cardinals, vergeben von Quarterback Tobias Lupp, der vor der Endzone eine Interception auf Lanzana Täuber wirft. Touchback und damit Ballbesitz für die Canes an der eigenen 20-Yard-Linie. Und das ist, was Michael Andrew daraus macht. 80 Yards später, Touchdown Nummer 3 für die Canes. Und Andrew, der ist da nicht zu schnell für die Verteidigung. Das war schlecht gemacht von der Essener Defense. 21-0 für Kiel. Dann kam der große Regen, 3. Versuch und 17 für die Gastgeber, Lauf von Jimmy Lee Malone für 12 Yards. Daraus entsteht natürlich ein Punt im 4. Versuch von Nils Pasch. Snipe ist nicht besonders gut, aber Pasch bringt den Ball Richtung Kieler Endzone und Falkhorn geht zu diesem Ball, warum auch immer, ein Muff zum Touchdown erobert von den Essenern durch Hilmar Westphal. Die ersten Punkte für die Cardinals, sie waren ein Geschenk, 6-21. Aber der letzte Touchdown vor der Pause war wieder Michael Andrew vorbehalten, aus 9 Yards Entfernung zum 6-28. Andrew mit insgesamt 169 Yards mit nur 9 Läufen in dieser Partie. Nach dem Seitenwechsel erstmal Touchdown Essen, Lupp auf Louis Lee aus 20 Yards Entfernung, 12-28. Für Kiel spielten jetzt die Backups, unter anderem Aaron Love als Quarterback. Er gibt hier den Ball an Philipp Jareszewski und aus 2 Yards Entfernung das 12-35. Die Kieler punkteten also munter weiter. 4. Quarter, jetzt wieder die Essener in der Offense. Das ist Louis Lee, der geht hier 30 Yards bis in die Endzone der Canes. 18-35, leicht verkürzt für die Cardinals, aber die Gäste aus Kiel setzen gleich noch einen obendrauf. Touchdown-Pass von Aaron Love auf Tom Freches. 28 Yards die Entfernung. 18-42. Der Endstand. Es war ein Spaziergang für die Kieler, bei dem höchstens das schlechte Wetter störte. Der Rekordmeister Braunschweig empfing den starken Aufsteiger, die Mönchengladbach Mavericks, die schon das Hinspiel gegen die Lions gewonnen hatten. Und so war dieses Rückspiel schon enorm wichtig für die Braunschweiger im Kampf um die Playoffs. Nach einem geblockten Punt, die Offense der Lions auf dem Feld. Quarterback Dennis Zimmermann auf Christian Bollmann, 11 Yards, neues First Down. Die Angriffsserie der Braunschweiger endet mit diesem Touchdown-Pass von Zimmermann auf Hemmersee. Haidari, 9 Yards die Entfernung und 7-0 der Zwischenstand. Es war ein Spiel ohne viele Offense-Highlights. Und so dauerte es bis zum 2. Quarter, bis dann auch die Mönchengladbacher mal was zu bieten hatten. Running back Rodney Kinlaw mit 12 Yards Raumgewinn. Das Ganze führt zu einem 51-Yard-Field-Goal von Danny Lange. Das ist verwandelt. Herzlichen Glückwunsch, das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit aus dieser Entfernung. Und 7-3, das war dann auch der Halbzeitstand für Braunschweig. Zweite Hälfte. Wieder ein Lauf von Rodney Kinlaw. Wieder 12 Yards Raumgewinn. Und dann Touchdown-Pass von Fabian Schorn, dem früheren Lions-Quarterback, auf Florian Pavlik aus 29 Yards. Entfernung. Und jetzt dann aber gut aufgepasst. Der Extrapunkt ist nämlich geblockt. Und nachdem die Gladbacher vor dem Extrapunkt mit 9-7 führten und Jeremy Henderson den Ball für 2 Punkte für Braunschweig zurückträgt, steht es jetzt dann also gleich 9-9. Aber die Freude im Braunschweiger Lager, sie währte nicht lange. Das ist gleich der nächste Spielzug nach dem Return. Ein Lateral von Zimmermann, nicht festgehalten von Jabari Johnson, und Adam Goloboski trägt den Ball 20 Yards in die Endzone der Lions zum Endstand von 9-16. Braunschweig im 4. Quarter 4-mal mit einem 3-and-out und beide Teams an einem Tag, in dem die Offenses regierten in der GFL mit insgesamt nur 234 Yards. Das ist die GFL.